Kutum soll hier gehen. Geht Kutum hier? Kutum am Donetz? Tja, einer der wohl seltensten Fische im Game ist der olle Kutum. Und wenn so ein Fisch als Supertrophy gefangen wird, dann ist das natürlich der absolute Burner. Und da wird man natürlich auch ein bisschen neidisch auf so ein Kutum. Ja, Mann, gib mir den Kutum. Ich nehme ihn auch noch ein bisschen dicker. Alter, hammerhart. Schwarzmeer-Kutum. Schön hier oben mit den Laichwarzen auf dem Kopf. Richtig, richtig nice, der Fisch. Gibt es an der Achtuba den Kutum und hier am Donetz eben als Schwarzmeer-Kutum. Schnell wieder raus mit den Ködern. Zack, denn ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich bin erst mitten in der Nacht hier gerade angekommen an dem Spot. Direkt die Chance genutzt, sofort hin und sofort gucken, was hier so geht. Ja, es gab einen Spot im Discord. Und zwar im deutschsprachigen Discord, beziehungsweise internationaler Trophy Discord. Da habe ich gerade gesehen, Kutum wurde gefangen mit über 7,5 Kilo als Super Trophy. 5,5, wenn mich nicht alles täuscht, ist Trophy-Gewicht. Das ist schon richtig, richtig nice. Und ja, Köder zusammengetüttelt, also Köder rausgeballert, Futtermische zusammengemischt und dann ab Attacke Vollgas. Der Spot ist altbekannt. Das ist eine altbekannte Stelle. Allerdings häufig, oder ich stand die letzten Male häufig hier an der Stelle. Also ein bisschen weiter rechts rüber. Und dann haben wir in der Regel bisher immer hier hingeworfen, zu diesem Baum, wo hier diese Kante dann quasi aufhört, so auf ungefähr 17 Meter, 15 bis 17 Meter. Und jetzt ist es quasi hier die Stelle, also ein bisschen weiter zurück, stand ich aber auch schon, aber wie gesagt, häufiger da vorne. Und jetzt hier an der Stelle, zack, zack, 15 Meter weit raus. 15 Meter. Und damit landet man dann quasi direkt an der Kante. Also hier in diesem Bereich und hier wollen wir eben dann auch hin. Man sieht es direkt quasi im Camp. Also man ist fast noch in der Base, läuft quasi nur so ein bisschen raus. Man startet ja hier mitten auf dem Platz. Also ein Stückchen nur rauslaufen. Da vorne ist noch das Café, genau. Und dann ist es hier direkt hier vorne der Spot. Das Ganze ist natürlich ein bisschen tricky. Man kann es probieren auch mit Tauwurm. Also es wurden auch schon Kutum als Trophy auf Tauwurm gefangen. Aber meistens mit Muschelköder. Ob das die Wandermuschel ist, jetzt gerade in dem Fall die offene Flussmuschel. Also da gibt es immer wieder Variationsmöglichkeiten und ja, da muss man auch dann einfach probieren. Vielleicht geht noch was rein. Ich bin zufrieden, wenn ich ein oder zwei in der Nacht fange. So die Frequenz. Also wenn du dir denkst, boah geil Alten, ich gehe mal eben hier auf Kutum und mache den Kescher voll. Nee, absolut nicht, gar keine Chance. Also ein, zwei Fische, drei, vier ist so quasi schon der absolute Oberburner. Wenn man die in der Nacht fängt, ist das schon sensationell. Wie gesagt, jetzt, da ich jetzt erst mitten in der Nacht hier angekommen bin, ja, ich bin zufrieden. Wenn ich jetzt vielleicht gleich in den Morgenstunden noch einen hier dran bekomme, dann ist schon alles tutti. Dann hat es sich schon gelohnt. Letzten Endes ist es halt immer so, seltene Fische, damit macht man kein Silber. Seltene Fische, die will man einfach nur abhaken, weil sie selten sind und weil es halt tricky ist. Das heißt, viele, viele, viele Stunden, viel Sitzfleisch, viel, viel Glück haben, dass so ein Ding mal als Trophy reingeht. Auf normale Fische mit einer guten Frequenz, damit macht man dann Cash. Wobei eben auch der hier silbermäßig bestimmt schon richtig gut ist. Ich bin gleich sehr gespannt, was der so an Cash bringt, ob sich das Ganze denn hier so überhaupt gelohnt hat. Ja, vom Setup her gar nicht mal so fein, ne? Gucken wir mal eben kurz rein. Ich bin hier gerade mit den Feedern unterwegs, mit den Royal Feeder-Routen, also ganz normale Grundmontage. Man kann sich natürlich auch mit den Karpfenrouten hier hinstellen oder mit den Winkelpickern. 18 Kilo Vorfachsmaterial hier, 18 Kilo geflochtenes Vorfachsmaterial, Einserhaken,
Dann hier die Muschel, das ist natürlich wichtig, die ganz normale Flussmuschel. Also wenn du die noch nicht herstellen kannst, wird es schon ein bisschen tricky, überhaupt das Ding hier zu testen. Und dann die passende Futtermische dazu. Ich zubbel nochmal eben einmal dran. So, Futtermische gucken wir uns natürlich auch an. Aber ja, wir nutzen die Zeit jetzt. Ich denke mal so bis 5 Uhr, 6 Uhr, vielleicht 7 Uhr. Und dann wird es wahrscheinlich wieder erstmal Flaute geben. Und dann geht es quasi in der nächsten Nacht. Aber ab den Abendstunden werde ich mich schon hinstellen. Werde ich mich hier direkt nochmal hinstellen und weiter testen, ob da nicht was geht. Ideal für nebenbei als AFK-Spot. Angefüttert hatte ich jetzt erstmal mit ungefähr, ja, in der Eile, 8-mal rausgeworfen, also 16-mal doppelte, also 16 Bällchen sozusagen. Wenn man das halt noch nicht herstellen kann in PVA-Form, 15 Meter kriegt man auch mit der Hand ausgeworfen, dann eben Bällchenform 10 bis 20 Mal auswerfen für den Start. Ich glaube, das schadet nicht. Dann natürlich nichts mehr nachfüttern, denn der Spot ist dann schon mit Sicherheit richtig gut aktiv. Zusatz oder Zusätze, Inhaltsstoffe vom PVA, von der Futtermische. Rapssamen als Basis, dann das Ganze schön hier komplett auf Muschel eingemuschelt. Also Muschel-Feed-Pellets, dann hier nochmal mit der Wandermuschel drinne und gehackte Würmer und das Ganze eben hier schön auf Krabbe-Muschel. Mit der Soße abgeschmeckt und dann rein in das PVA-Netz und raus in das Wasser damit und gucken, dass das hier lüppt. Tja, jetzt natürlich die große Frage, geht da noch was? Heißt jetzt also noch ein bisschen Sitzfleisch beweisen, ein bisschen zeigen, ob da noch was geht. Andere Spots waren, beziehungsweise das ist eigentlich immer der aktuelle Spot, ein anderer Spot war hier unten an der 4, also hier in der Area, ging das auch immer mal wieder rein oder vor nicht allzu langer Zeit hier oben auf der anderen Seite. Das ist quasi da drüben an dem Baum, dass man da so rauswirft und dann von dem Baum aus rüber. Genau, hier ist der Baum, hier rüber in Richtung der 3. Also das sind jetzt gerade so die aktuellen Spots. Und ich glaube auch zuletzt hier in der Area. Habe ich allerdings noch nicht getestet. Aber das sind, glaube ich, so die wichtigsten Spots für ein Kutum. Es ist ein super seltener Fisch. Es ist super selten, dass der reingeht. Und wenn so ein Ding als Trophy reingeht, alles richtig gemacht, abgehakt, nie wieder drauf angeln. Weil das ist einfach viel zu selten, das Teil. Ne? Und das Teil als super Trophy ist natürlich der absolute Burner. Würde mir auch schmecken. Würde ich mitnehmen. Ich würde sagen, ich gucke jetzt einfach noch mal eben, wie und was jetzt hier geht. So eine Stunde würde ich sagen, teste ich jetzt hier einfach nochmal. Lass die Köder einfach drin. Dann haben wir ungefähr 7:30. Ja, und dann gucken wir einfach mal kurz noch rein hier, was denn so ein 1,3 Kilo Kutum so an Cash bringt. Bin ich ja gespannt. Und ja, dann warten auf die nächste Nacht. Ja, kleine Zuppler jetzt nochmal hier in den Morgenstunden. Aber ob das jetzt nochmal ein Kutum wird, ist es schon gleich kurz vor 8. Ich bin übelst gespannt, ob da noch was geht oder nicht. Hier vorne gleich nochmal eben kurz reingucken. Ja, irgendwo scheint da schon was drauf zu sein. Hier nicht, aber hier nochmal einer. Sehr schön. Das wär's natürlich. Ich nehme sie alle mit. Jawollo! Jawollo! Also, ich bin hochmotiviert hier, auch in der nächsten Nacht noch weiter auf den Kutum zu gehen. Futtermische ist jetzt erstmal runter. Zack, wieder raus hier auf die 15 Meter. Zack, und hier leider nicht mehr. Okay. Aber wir gucken jetzt natürlich nochmal schnell ins Café, beziehungsweise, nee, einfach in den Shop. Ich glaube, im Café sind die kleinen Dinger nicht drin. Ne. Was denn die Fische so bringen? Ob sich das Ganze hier denn lohnt auf dem ollen Kutum. Zack. Naja, nicht so schlecht. Zwei Fischis in 15 Minuten oder unter. 100 Silber kann man doch machen. 111, 60 der eine, 48 der andere. Also, das sind schon nice Fische. Alter, da guck hier doch nochmal hier um 9 Uhr ein dicker Brocken. Jawohl, und noch einer mit 1,7. Also, ruhig noch ein bisschen länger hier stehen bleiben. Futtermische braucht man ja jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt hier einfach nonstop auf Kutum. Jawollo!
Petri Lümmels. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Ab zum Kudum-Spot und dann rausziehen die Trophies. Bis zum nächsten Mal.